Herzliche Grüße aus Amsterdam. Die Germanistik ist in der Krise, behauptet zumindest der Spiegel in einem Artikel vom 4. Februar 2017, auf den inzwischen etliche sehr, sehr wichtige, relevante Kolleginnen und Kollegen in den Feuilletons großer, bedeutender Zeitungen reagiert haben, was an sich im Übrigen schon ein schöner Gegenbeleg zu der These ist, dass die Germanistik öffentlich nicht mehr stattfinde. Die Germanistik selbst ist natürlich ein Fach, das ein stark ausgeprägtes historisches Bewusstsein hat. Das heißt, die Germanistik hat sowieso schon sehr viele Krisen durchlaufen und beschreibt sich selbst eigentlich auch immer wieder als ein Fach, das spätestens seit den 1960er Jahren in einer äußerst produktiven Dauerkrise sich befindet. Denn als Fach hat die Germanistik natürlich den Gegenstand Literatur in ihr Zentrum gerückt historisch. Und zudem beschäftigt sie sich mit den Kulturen der deutschsprachigen Länder innerhalb ihrer Grenzen ursprünglich. Spätestens seit den 1960er Jahren wissen wir, dass politische, kulturelle Prozesse immer stärker internationalisiert stattfinden und neben dem Medium Literatur auch andere Medien wie Radio, Fernsehen, inzwischen auch die digitalen Medien eine immer stärkere gesellschaftliche Relevanz bekommen haben. Die Germanistik als kluge Disziplin ist darauf natürlich eingegangen und damit umgegangen, hat sich selbst ihre Gegenstände, ihre Methoden entsprechend erweitert, arbeitet stärker interdisziplinär, stärker international, zum Beispiel der Bereich der interkulturellen Germanistik wäre da zu nennen. Und viele Bereiche der Germanistik haben sich zu einer Medienkulturwissenschaft erweitert, also neben die Literatur sind auch andere Medien gerückt. Dennoch ist es weiterhin relevant für die Germanistik wie für alle Disziplinen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu kritisieren. Insofern ist die aktuelle Debatte nur zu begrüßen. Und in diese Debatte hinein gehören natürlich vor allen Dingen ihre Gegenstände, ihre Methoden, ihre Fachstruktur, aber schließlich auch die Frage, wie wird eigentlich germanistisches Wissen produziert und wie wird germanistisches Wissen distribuiert. Daher ist es sehr interessant, dass eigentlich zeitlich relativ parallel ein Appell erschienen ist. Ein Appell unter dem Titel Publikationsfreiheit für eine starke Bildungspolitik. Das ist eine Reaktion auf den Referentenentwurf für ein neues Urheberrecht. Und dieser Entwurf hat eine große Wirkung entfaltet, inzwischen von über 2300 Personen unterzeichnet worden. Darunter sind auch viele hochrangige Germanistinnen und Germanisten. Auch Freunde von mir, Kollegen von mir haben unterzeichnet, auch einige von mir sehr geschätzte Vertreter sehr gut arbeitender Verlage, wie zum Beispiel Tedel von Wallmoden. Dieser Appell hat aus meiner Perspektive zwei Grundprobleme. Es gibt ja auch inzwischen eine Debatte über diesen Appell. Das erste, was ich ins Feld führen würde, ist, dass hier argumentiert wird, dass dieser Referentenentwurf, der simpel gesprochen für eine freiere Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Schriften sorgen soll und dazu auch digitale Verfahrensweisen nutzen soll, dass dieser die Publikationsfreiheit einschränke, also Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auf bestimmte Formen offener, ich meine Stichwort Open Access, offener Veröffentlichungsformen quasi verpflichtet und dass daher wissenschaftliche Autoren zu Autoren zweiter Klasse würden. Und da muss man einfach hervorheben, dass wir natürlich unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche haben des Publizierens, das literarische Veröffentlichen, das journalistische und das wissenschaftliche Veröffentlichen werden da zu nennen. Und diese unterschiedlichen Bereiche funktionieren natürlich nach unterschiedlichen Regeln. Und die Spezifik wissenschaftlicher Autoren ist, dass sie in der Regel schon staatlich alimentiert sind, dass also auch ihre Erkenntnisse letztlich bereits staatlich gefördert sind. Und dass natürlich auch dieses gesellschaftliche Feld Wissenschaft nur dann funktionieren, wenn auch die Ergebnisse von Erkenntnisprozessen in der wissenschaftlichen Forschung und der Lehre frei verfügbar sind. Und dass es natürlich ein ureigenes Interesse der Gesellschaft ist. Gerade das würde die Bildungspolitik und auch die Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse verbessern. Von daher ist es eine widersprüchliche Formulierung, gerade hier von einer Publikationsfreiheit zu sprechen, wenn man dafür sorgt, dass strukturell wissenschaftliche Erkenntnisse eher weniger verfügbar gemacht werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die in der Regel sowieso von allen bereits gefördert sind in ihrer Produktion.
Ein zweiter entscheidender Punkt aus meiner Perspektive ist, dass in diesen Argumentationen und in diesem ganzen Diskurs gegen Open Access sehr häufig eine, wie ich finde, problematische, einseitige Präferenz für das Erkenntnismedium gedrucktes Buch im Vordergrund steht. Und dass eigentlich die zunehmende freie Veröffentlichung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in digitaler Form eher als ein Problem für die Qualität von Wissenschaft betrachtet wird. Ich habe dazu schon einen eigenen Text veröffentlicht, eine Kritik der Kritiker des Open Access, wo das noch ein bisschen weiter ausgeführt wird. Und ich halte diese Präferenz für das gedruckte Buch als wissenschaftliches Erkenntnismedium allein schon medienhistorisch, medientheoretisch für hochgradig problematisch. Daneben muss man einfach zeigen, dass dieser Appell selbst einen doppelten performativen Selbstwiderspruch beinhaltet, denn er stellt natürlich mediale Entwicklungen direkt und indirekt in Frage und setzt die Präferenz auf ein Wissenschaftsverlagssystem, das in weiten Teilen bis heute auch immer noch wissenschaftliche Erkenntnisse in Buchform veröffentlicht und dabei leider nicht überhaupt Online-Zugriffe ermöglicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Selbst wird dieser Appell aber natürlich in einer digitalen Öffentlichkeit verhandelt. Er wird nämlich online mit kostenlosem Zugriff zur Verfügung gestellt und enthält damit, wenn man so möchte, in seiner Performance schon das Zugeständnis, dass wissenschaftliche Öffentlichkeiten heute eben digitale Öffentlichkeiten sind, in denen man auf Wissen frei zugreifen können muss und in denen man auch sozial am Wissen frei partizipieren können muss. Daneben findet sich interessanterweise unter diesem Appell ein Copyright-Zeichen, versehen mit dem Namen Matthias Ulmer. Und wenn man aufs Impressum geht, dann sieht man, diese Seite, dieser Webspace gehört der Eugen Ulmer KG. Also wir haben es hier zu tun mit einer kollektiven Plattform, mit einer Online-Plattform, auf der Tausende, kann man ja sagen, von Wissenschaftlern, zumindest ihre Namen, über 700 Menschen auch einen Kommentar zur Verfügung stellen. Die behalten natürlich ihre Autorenrechte an diesen Beiträgen, aber die Nutzungsrechte werden direkt wieder an einen Verlag privatisiert, was natürlich in diesem Kontext eigentlich eher absurd ist, denn logisch ist, denn man kann sich schlecht vorstellen, dass die Eugen Ulmer KG demnächst das Ganze auch gedruckt als Werk rausgibt und sich daran direkt die Lizenzen sichern möchte. Da fragt man sich dann, warum man die ganze Plattform in dieser Form nicht direkt auch unter eine freiere, zum Beispiel eine Creative Commons Lizenz gestellt hat. Und da sehen wir, dass einfach schon in dem Akt, alte Geschäftsmodelle und alte Verfahrensweisen in der Wissenschaft zu schützen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich im digitalen Raum sehr problematische Entscheidungen getroffen werden, die eben nicht glücklich sind. Im Gegensatz zu diesem Appell, im Gegensatz zu diesen Debatten, die wir hier sehen und die sich jetzt auch wieder in diesem Appell niederschlagen, gibt es einfach einen ganz massiven und breiten Diskurs in den Geisteswissenschaften, der auch stark von Teilen der Germanistik, von den Teilen der Germanistik, die sich als digitale Germanistik, digitale Literaturwissenschaft, Digital Humanities begreifen lassen. Ich hatte beispielsweise die große Freude in Siggen, gefördert von der Alfred-Töpfer-Stiftung und begleitet auch von Merkur, der Deutschen Zeitschrift für Europäisches Denken, im letzten Jahr mit Wissenschaftlern, mit Bibliotheksmitarbeitern, mit Forschern, mit Lehrenden, darüber nachzudenken, wie könnte eigentlich wissenschaftliches Publizieren im digitalen Zeitalter aussehen. Und daraus sind die sogenannten Siggen-Thesen entstanden. Wir waren auf dem Gut Siggen, daher der Name. Und in diesen Siggener Thesen, das muss man einfach festhalten, lautet die zweite These, Zitat, die traditionellen Großverlage behindern strukturell unsere offene Wissenschaftskommunikation. Und weil es so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal, die traditionellen Großverlage behindern strukturell unsere offene Wissenschaftskommunikation. Hier steht bewusst traditionellen Großverlage, weil wir mehrheitlich, also wir waren 15 bis 20 Wissenschafts- und auch Infrastrukturmitarbeiter, die darüber nachgedacht haben. Und wir sind der Auffassung, es gibt ganz viele große, mittlere und auch kleinere Verlage, die sehr, sehr gute Arbeit leisten und die sich eben nicht daran beteiligen, strukturell die offene Wissenschaftskommunikation zu behindern. Aber, und das ist entscheidend, momentan müssen wir, und das ist der Geist dieser Siegenthese Nummer zwei, müssen wir einfach darüber nachdenken, inwiefern das bestehende Verlagsmodell eben gerade nicht bildungspolitisch sinnvoll ist,
sondern Wissenschaft und damit auch eine vernünftige Bildungspolitik behindert. Man muss einfach auch mal realisieren, dass die Geschichte digitaler Medien und digitaler Veröffentlichungsweisen inzwischen mehrere Dekaden alt ist. Beispielsweise die Zeitschrift für Literary and Linguistic Computing wurde 1986, also vor 30 Jahren, gegründet. Schon vor 12 Jahren hat Lawrence Lessig dieses berühmte Buch über die Free Culture veröffentlicht, in dem er darüber nachgedacht hat, inwiefern Kultur und Wissenschaft überhaupt in der Gegenwart angesichts der digitalen Möglichkeiten noch gesellschaftlich legitim sein könnten. Also wir haben einfach Debatten parallel laufen, die schon seit Dekaden geführt werden. Aktuell, während ich hier in Amsterdam sitze und diesen Text einspreche, findet die Digital Humanities im deutschsprachigen Raumkonferenz 2017 zum Thema digitale Nachhaltigkeit in der Schweiz in Bern statt. Und auf dieser Konferenz sprechen mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch darüber, wie man von den Gegenständen her methodologisch, inhaltlich, aber natürlich auch im Publikationswesen die Möglichkeiten digitaler Medien produktiv für eine bessere Germanistik wenden könnte. Ich hatte die Freude, bislang mitzuarbeiten in der AG Digitales Publizieren im Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Der aktuelle Stand dort ist, dass wir ein Working Paper entworfen haben, in dem wir auf ungefähr 20 Seiten Vorschläge machen, wie man digitales Veröffentlichen in den Geisteswissenschaften und damit auch in der Germanistik standardisieren könnte und was eigentlich die Grunderwartungen sind. Und natürlich ist es da Konsens, dass wissenschaftliches Wissen und auch wissenschaftliche Daten, die bei der Erkenntnisproduktion genutzt worden sind, frei verfügbar sein müssen für eine bessere Wissenschaft. Und es gibt inzwischen zahlreiche sehr positive Beispiele, wie auch Formen von Erkenntnisprozessen in der Geisteswissenschaften stattfinden, die sich gar nicht mehr adäquat in gedruckten Büchern, in auch geschützten Büchern, wenn man so möchte, abbilden lassen. Ein Beispiel wäre die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, die meines Erachtens da ganz positive Arbeit leistet und die da, glaube ich, zeigt, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Man kann es sicherlich noch weiter verfolgen. Das heißt, um das Ganze mal abzuschließen, ich hoffe nicht, dass ich jetzt ärgerlich klinge, aber ich finde es als Wissenschaftler, gerade als junger Wissenschaftler, der noch mehrere Dekaden hoffentlich in der Germanistik mitarbeiten darf, ich finde es schon bezeichnend, dass einerseits eine Debatte über die Krise der Germanistik geführt wird und andererseits ein Appell, doch bitte schön bestehende Veröffentlichungsmodelle zu schützen und nicht unbedingt sich einzulassen darauf, was denn eigentlich digitales, freieres, im Sinne des Open Access strukturiertes Veröffentlichen auch für die Germanistik im Positiven bedeuten könnte. Das ist ärgerlich. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man den ersten Satz dieses Appells ernst nimmt. Und dieser erste Satz lautet: Eine pluralistische und innovative Gesellschaft lebt vom freien Austausch von Wissen, Meinungen und Ideen. Das ist natürlich korrekt und an einer solchen Gesellschaft will ich gerne mitarbeiten und ich weiß, dass Hunderte von jungen und jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch an einer solchen Gesellschaft mitarbeiten wollen. Wenn man das aber machen will, dann heißt es im 21. Jahrhundert eindeutig, man muss darüber nachdenken, wie man die Potenziale digitaler Medien für diesen freien Austausch von Wissen, Meinungen und Ideen urbar machen kann. Und es ist völlig klar, dass auch in einer solchen rein digitalen Welt, in einer Welt, in der, das ist hier zum Beispiel in den Niederlanden anvisiert, dass in einigen Jahren alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Sinne des Open Access frei verfügbar sein werden, natürlich wird in einer solchen Welt weiterhin ein großer Raum sein, wird es eine große Nachfrage geben nach Verlagen, nach Verlagsmitarbeitern, nach einer Expertise, die im Wesentlichen nur Verlage leisten können. Aber es werden eben sehr zielgerichtet wertvolle Dienstleistungen nachgefragt und es werden natürlich Dienstleistungen nachgefragt, die die Wissenschaft unterstützen. Und in der Vergangenheit habe ich leider auch in meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere erleben müssen, dass bei Verlagen Dienstleistungen nachgefragt werden, die nicht unbedingt dafür dienen, dass die Wissenschaft besser wird, geschweige denn, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse freier verfügbar sind. Und ich glaube, wenn die Wissenschaft sich mit den Verlagen an dieser Debatte beteiligt und stärker darüber nachdenkt, inwiefern digitale Medien
für diese Prozesse produktiv sein können. Ich glaube, dass das auch einer Bildungspolitik förderlich sein kann, die tatsächlich mehr Menschen, mehr gesellschaftliche Kräfte versucht zu stärken und einzubeziehen in eine Welt, in der Wissenschaft besser wird. So viel die Grüße aus Amsterdam zur Krise der Germanistik.